Danke, Partner. Wenn keine Verstärkung kommt, müssen wir uns die Typen eben so kaufen. Bin doch schon dabei, Semir. Was müssen wir jetzt machen? Wir kaufen uns jetzt die Kerle. So mit Auto gegen Auto und Tod. Auto gegen Auto und Tod? Ja. Klingt interessant. Das klingt doch spannend. Der vordere von den beiden, ja? Auf der Autobahn! Stoppen. Das klingt nach Aua. Den wollte ich da dagegen drücken. Stoff. Hat immerhin mehr Prozente als du. Ja. Yep. Das ist schon mal was Sinnvolles. Ist mal ein Fortschritt. Ach, dann geht gleich ab. Sicher. Bip. Der fährt gut. Ja, mein Nitro, ja. Ich hab schon gedacht, ich hätte das Auto schon wieder kaputt gefahren. Du solltest am besten in Fahrtrichtung stehen, wenn du ihn schrottest. Ich bin nicht geschrottet. Ich weiß. Ich glaube gar nicht. Jetzt kommt der andere dran. Nein! Ich bin so schön in den Bus reingedrückt. Du weißt, dass du Glück hast, dass der abbiegt. Ja. Was sich wohl der Autofahrer da gerade gedacht hat. Irgendwas Blödes. Das ist alles eine knappe Sache. Dezent. Aber du hast ja kein Zeitlimit. Ist das eigentlich ein Audi oder der VW? Keine Ahnung. Es gibt ja auch so einen VW, der so Audi-ig aussieht. You know? Nein. Weißt du nicht? Diese VW in Anführungszeichen Limousine. Also nicht Stretch-Limo, sondern Limo. Ja. Du hast alle kaputt gefahren. Du hast Nitro. Das Auto hab ich kaputt gefahren. Und tot. Jetzt lassen wir erstmal mit einem Stückchen fahren, damit wir wieder jagen können. Dreht er dich nochmal eiskalt?
Ben. Ich hätte nicht gedacht, dass du dich so weit für mich aus dem Fenster lehnst. Ja, ja, schon gut. Jetzt lass uns die Beweise und Täter schnell abliefern, bevor ich doch noch ein Vermerk in meine Akte kriege. Ein Vermerk. Das ist doch noch gut. Die, die was anhängen wollten, geschnappt. Dann kriegen wir jetzt bestimmt auch die anderen Aufträge noch. Mhm. Upsala. Das war mal schön. Das tut mir jetzt wieder sehr leid. Ich möchte ja nicht für ein sinkendes Niveau sorgen. Sinken. Wir fahren halt auch nur Nitro. Darf ich mit Handbremse? Nein, ohne Handbremse. Warum wolltest du denn mit Handbremse fahren? Keine Ahnung. Wenn wir schon kein Nitro haben, dann wenigstens Handbremse. Halt mein Handbremse eigentlich in der Aufnahme? Ja. DZ. So wie du da drauf hämmerst? Okay. Semir, das war wirklich eigenwillig. Und dann bringen Sie Ihren Partner auch noch in Schwierigkeiten. Tut mir leid, Chefin. Aber wir wissen nur zu gut, wie lange man in U-Haft sitzen kann. Und im schlimmsten Fall hätte ich meine Unschuld auch nie beweisen können. Nun gut. Wir übergeben alles an die Staatsanwaltschaft. Sie bleiben erst einmal hier, bis der Haftbefehl aufgehoben ist. Danke, Chefin. Oh, guck mal, du hast einen Fall freigespielt. Oh. Du machst jetzt eine Verkehrskontrolle. Ich brauche mein Polizeiauto. Ja. Einmal stehen bleiben, bitte. Nimm die Autobahn. Das 60.000. Ja. Ja, vor allem so crashlos. Alter, Richard! Hier holst du dir ja deine Fahrskills raus. Ich hab schon kurz gehofft. Ich auch, und da kam sie wirklich. Oh, der LKW war teuer. Och, Richard. Es war doch nicht so schwer, einfach nur dahin zu fahren. Aber es war lustig. Ach, schön. Nimm die Autobahn. Und runter. Da bist du eben auch fast gegen gefahren. Ja, bist im Einsatz. Macht zwar keiner Platz, aber bist im Einsatz. Na, ja, der war teuer. Jetzt biegt der auf meine Spur. Vor allem ist es die Standspur. Hat wer Auffahrt noch eine Abfahrt. So, Richard. Diesmal keine LKWs. Wohnwagen? Guck mal, wer da vorne steht. LKW? Wohnwagen? Beides? Kollegen?
Eins Auto. Ach, lass doch den Tag so gemütlich enden, wie er anfängt. Verkehrskontrolle ohne Auffälligkeiten. Oh nee, wie langweilig. Keine Raserei, kein Schrott, kein Ärger und pünktlich Feierabend. Keine Auszeichnungen, keine Aufstiegsmöglichkeiten, kein Geld und Routine bis zum Ruhestand. Grünschnabel. Ja, klingt gut. Ach, verdammt, wieso muss der jetzt aus der Reihe tanzen? Jawohl, Langeweile ade. Komm los, einsteigen. Ausbremsen, Richard. Nicht kaputt machen. Na, fast. Du hast übrigens einen Schaden damit, gell? Ja, aber der auch. So ungefähr 100. Ne. Das war jetzt doch relativ einfach. Mhm. Bep. Jetzt hier die Fälle einen nach dem anderen reinkommen, gell? Mhm. Putz. 25 Euro für ein Schild. Putz. Was macht der denn? Richard? Mhm. Guck mal auf die Karte. Du meinst, dass wir irgendwo so eine Mission ist? Ein Rastplatz. Ich fahre jetzt einmal kurz auch über die Autobahn. Oh Gott. Dreh doch einfach da, wo du gerade bist, bei dem Autobahnkreuz. Hab ich gedreht. Oh Gott. Ach, wunderschön. Spannung liegt in der Luft. Mhm. Ja, geht doch. Bumm! Wie? Muss man nur. Oh. Ich habe einen Pfeil entdeckt. Da muss ich hin. Da muss ich hin. Hier war schon mal. Du fährst auch jedes Mal zu weit. Einheiten, bitte kommen. Hier Cobra 11, wir sind ganz Ohr. Wir haben eine Busentführung gemeldet bekommen. Am Rastplatz wollen Zeugen gesehen haben, wie zwei Männer in einen Bus stiegen, den Fahrer bedrohten und der Bus dann losgefahren ist. Alle verfügbaren Einheiten suchen nach dem Bus. Kennzeichen oder besondere Merkmale? Der Bus ist dunkelblau und ohne Aufschriften. Den Zeugen ist leider nur ein großer gelber Duftbaum am Rückspiegel aufgefallen. Das ist ja überwältigend. Okay, wir suchen einen großen blauen Bus mit gelbem Duftbaum. Ja. Oh, 120. Oh. Armer Richard. Darf er nicht kaputt fahren alles. Alles kaputt fahren. Ja, mein Deutsch ist auch irgendwo hängen geblieben. Kaputt fahren alles! Mein Deutsch ist genauso wie dein Auto an irgendeiner Mauer hängen geblieben. Ja. Er fährt hoch. Du solltest aufpassen, weil wenn du 50 Meter und so und
eigentlich. Es gibt ja noch kein maximal Gedöns-Entfernung. Nee. Was sind 300 Meter beim großen blauen Bus? Mit gelbem Duftbaum. Mit gelbem Duftbaum, Alter. Wie fährt der her, Kerl? Ohne Aufschriften, gell? Der hat eine Aufschrift. Ist der falsche. Können wir weiterfahren. Oh. Der hat ein Tempo, das ist zum Kotzen. Einen hast du schon mal. Du musst drehen. Das ist die beste Idee mit Schadenslimit rückwärts die Autobahn. Ja. Furchtbus. Obacht, ich hab Blaulicht an. Obacht, ich hab Blaulicht an. Also mit 34 Euro bist du noch gut dabei. Ich hätte jetzt noch 3 Nullen dran erwartet. Alle Ampeln sind teuer. Ja. Weißt du, wie viele LEDs sind hinter den Ampeln vorne dran sind? Weißt du, wie alt die Ampeln sind? Nö. Also vor LEDs. So oft wie ich schon umgefahren habe, müssen eigentlich neu sein. Da musst du jetzt nochmal dagegen nutzen. Da haben wir kein Zeitlimit. Ja, aber ein Sachschadenlimit. Oh, jetzt. Also, wir könnten echt mal den Führerschein entziehen. Alter, wie fährt der denn? Zu beige. Es geht weiter! Yay! 50 Euro für ein Schild. Für ein Hinweisschild. Richard! Er ist explodiert. Ich wollte erst noch vorher rüberziehen. Irgendwie ist das Auto nicht ausgefallen. Jetzt schon ist das Schild aufgefallen. Wunderschön! Oh.